Aha, er hat sich also anonymisiert. Höchst beeindruckend, lieber Zwergfürst. Kein Wunder, dass Delion, der unschlagbare Champ unserer geliebter Gala-Region, dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir leid, dass ich mit dieser Sache deine Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich Indidanos erweckt. Aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Delion hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin von dem bösen Drachen beschützt. Ich liebe es, die große Reden zu schwingen. Ich weiß. So langsam sollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat Indilanos inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du wirst doch sicher auch mitgehen, Hope, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los, geht und seht nach, wie es dem Champ so ergangen ist. Am Boden zerstört? Da kennen sie mich nicht gut genug. So schnell lassen wir meine Pokémon und ich den Kopf nicht hängen. Wir geben dem was auf. Pokémon, komm, schnapp sie dir her. Ja. Das habe ich bei der Arena-Challenge gelernt, die sie selbst ins Leben gerufen haben. Na dann auf, gehen wir mal den Champ retten. Ja, was sonst? Mit diesem Lift wahrscheinlich. Ich bin bereit. Wie sieht's mit dir aus? Ja, los geht's. Oh, okay. Da wären wir also. Indidanos. Wow. Wenn das mal kein Ungeheuer ist. Seid ihr etwa trotz aller Gefahren gekommen, um mir zu helfen? Wow, vielen Dank. Dann bin ich echt platt. Hob und Zwergfürst, ihr seid wirklich stark geworden. Aber keine Sorge, ich bin hier so gut wie fertig. Es war allerdings kein Kinderspiel, denn man kann hier seine Pokémon nicht dynamaxieren. Ich vermute, das hat irgendwie mit Indidanos zu tun. Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben Indidanos schon mal ordentlich zugesetzt. Jetzt muss ich es nur noch in mein Pokémon fangen und unter Kontrolle bringen. Also aufgepasst, it's sharp time! Ja. In einem Pokéball. Nasichi. Ach was. Das hat nicht geklappt. Beim ersten Versuch im Pokéball. Wer hätte das denn denken können? Indidanos erscheint. Kampf gegen Indidanos. Ja gut. Ich habe mein Team noch nicht geheilt. Der Zwinger von Indidanos wirkt. How about nope? Level 60. Sturzflug. Dynamax-Kanone. Ja. Gut, natürlich hält Blackie das aus. Ja. Ist nicht sehr effektiv. Na klar doch. Giftstreich, Pflücker. Blackie hat Indidanos besiegt. Ja. Ist klar. Sorry, ich bin noch ein bisschen. Ich bin. Ich
bin auch Ultra Necrosmaus Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond gewöhnt. Das war das letzte, was ich nicht gefangen habe. Hyperball. Naja, versuchen wir es mal. Ey, was? Du kannst keinen Ball werfen. Okay, dann besiegen wir es erstmal. Oder wie sieht das aus? Hat keine Wirkung. Sturzflug. Ich wollte es mir eigentlich fangen, aber gut. Dann müssen wir es erstmal besiegen. Blacky wurde besiegt. Das ist das falsche Pokémon. Enginanus muss besiegt werden. Los, Prof. Felsgrab. Ja, warum nicht? Dynamax-Kanone. Oh wei, halt durch. Das sieht ja mal episch aus. Wahrscheinlich kann man die einfach aushalten. Los, Felsgrab. Nice. Enginanus besiegt. Und da haben wir es geschlagen. Das finstere Monster-Pokémon besiegt. Jau. Die finstere Nacht. Okay. Joa. Das, ja, Enginanus erscheint erneut. Los, Rufus, ach ja, jetzt sind sie mal wieder geheilt, meine Pokémon. Als ob. Wow, was für ein Koloss. Das schaffe ich alleine nicht, Zwergfürst. Kämpfen gemeinsam. Ah, okay. Du stehst unter Druck. Ach nein. Ach nein. Was um alles in der Welt? Ich kann keine Attacken einsetzen. Enginanus sammelt Kraft. Eine rätselhafte Kraft hält Rufus davon auf, anzugreifen. Stimmt ja, wir haben keinen und schlimmer weiter kein Schwert und. Was? Brandstempel. Enginanus sammelt Kraft. Eine rätselhafte Macht hält Rufus davon auf. Zwergfürst, nimm das Schwert. Verstanden. Aha. Was passiert? Anderorts? Na, wenn das manch die legendären Pokémon Zapion und Zamazenta sind. Sie eilen uns zu Hilfe. Sorry. Da habe ich gerade auf den Bildschirm gesammelt. Ja, wahnsinnig professionell hier. Schwert und Schild werden eingesogen. Oder in die Luft erhoben. Schwert und Schild geben den legendären Pokémon neue Macht. Die wahre Form von Zapion und Zamazenta. Noah. Kühnes Schwert von Zapion wirkt. Angriff von Zapion. Ein wackerer Schild von Zamazenta wirkt. Erzwinger von Enginanus wirkt.
Okay. Zachian setzt Jaula ein. Natürlich. Kann ich jetzt was einsetzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Angriff steigt. Ein bisschen mehr Action. Na komm. Deiner Würen. Ja, okay. Das hat dem Wuni nicht so sehr. Das hat dem Wuni ziemlich wehgetan. Ach du Scheiße. Das hat ja hier gar nichts gebracht. Ja, was geht hier ab? Okay, das bringt schon ein bisschen was mehr. Das ist jetzt hier schon effektiver. Aber ich bin hier gerade irgendwie verwirrt, was hier die Angriffssachen angeht. Also wann darf ich jetzt angreifen? Wann greift der Bub an und wann tut die legendäre Pokémon? Ja. Und wann greift der Feind an? Das ist ja hier alles irgendwie ein bisschen. Es sind gerade hier gerade zu viele Leute in einem Kampf. Ja, los, Rub. Und greif an. Das wird ihm dolle Schaden. Okay, es ist fehlgeschlagen. Antikkraft. Ja, womit kann man auch angreifen gegen so ein gigantisches Monster? Als mit Antikkraft. Zachian fügt ziemlich viel Schaden zu. Gigantstoß. Zamazenta greift an. Jo, das sieht doch schon gut aus. Da habe ich bisher noch nicht viel dazu getan. Also das ist, da war jetzt meine Leistung dafür relativ gering, aber ja. Die Legis, die tun ihren Zweck. Ja, okay. Hubs Pokémon ist besiegt. Antikraft. Das war ja der ganze Wahnsinn. Das hat ja so viel gebracht. Das war ja hier wirklich. Und was die Legis nur ohne uns täten. Wenn wir denen nicht beihelfen, wenn wir denen nicht helfen würden. Also ich glaube, die werden hoffnungslos unterfordert ohne unsere Pokémon. Also das ist dieser Kampf ohne Zacian und Zamazenta, das ist ohne die beiden wäre dieser Kampf wirklich. Nee, andersrum. Ohne uns wären die beiden in diesem Kampf, glaube ich, hoffnungslos unterlegen. Das wäre hier, also die hätten gar keine Chance. Das ist also. Ich weiß nicht, was die ohne uns täten. Brandstempel hat nicht gewirkt. Pferdestärke. Ja, das hat ihn tief beeindruckt. Felswurf. Ja, wirf mal ein paar Felsen darauf. Jaula. Jetzt musst du Jaula einsetzen. Ja gut. Knirscher. Deiner Brand. Okay. Zamazenta ist besiegt, oder was? Ach du Schande. Ja, wenn die besiegt sind, dann gute Nacht. Ich bin beim Felswurf. Das sieht zwar lustig aus, aber bringt jetzt eher weniger. Egal wie oft ich da jetzt einsetze. Wenn ich das jetzt fünfmal einsetze, dann bringt das vielleicht den KP-Abzug. Sacktonklinge. Das ist nicht sehr effektiv. Aha, okay. Hilfe. Deiner Wirkung. Okay, Radaxel von Hub ist besiegt.
Rufus steht noch. Ja, steht noch und lebt noch und kämpft noch. Wir wurden noch nicht besiegt, aber ja gut. Die Attacken waren bis jetzt auch noch nicht so. Hope schickt wenigstens Kampf. Oh. Dein Kramer. Ja gut, noch einmal Antikkraft. Jauler. Ja, zack, Jan, du musst jetzt auch nicht deine defensivsten Attacken einsetzen. Das ist jetzt. Werf nicht jetzt mal Zeit, meine super, hyper starke legendäre Attacke einzusetzen. Deiner Würm. Ja, ich bin gespannt. Rufus besiegt. Na, endlich mal. Also, jetzt, so dolle sollte ich mich da jetzt nicht freuen, aber. Und der stand hier die ganze Zeit rum. Aha. Initiative von Indien, sinkt stark. Ja, großartig. Los, Mordev. Du bist dran. Kampf. Feuerball, ja. Lassen wir es wenigstens episch aussehen. Und zack, dann sitzt der Ola ein. Warum auch nicht? Über uns schwebt eine magische, große Monsterhand und ja, setzt der Ola ein. Lichtschild. Gut, da bin ich mal weg. Das ist. Feuerball hat keine Wirkung. Sturzflug. Das hat's jetzt gebracht, oder was? Indien Landers besiegt. Hat ja hier eine Weile gedauert. Jetzt Zwergfuss, schnappt ihr Indien Landers. Jetzt können wir es fangen, oder was? Nestball, Köderball, Pionierball, Levelball, Superball, Hyperball, na komm. Schnapp sie die alle. Mega Dynamax, Giga Dynamax, Ball. Zack. Du wirst mein sein. Na, großartig. Und zack. Eins. Zwei. Drei. Das ist ja lächerlich, das ist doch gekommen. Das ist doch fast ein Witz. Zack, wird so ein kleines Ding draus. Naja gut, wir haben es geschafft. Wir haben Indien Landers mit Hilfe von Zakian und Summer Central gefangen und besiegt, bezwungen. Großartig. Score City. Zurück in Score City. Drei Tage später. Wie bitte? Boris hat sich tatsächlich gestellt. Sachen gibt's. Das hätte ich nie erwartet. Ich schon. Was blieb ihm auch anders übrig? Das ganze Chaos allein auf seiner Kappe. Es war schließlich das Ende, die Landers erweckt hat. Jetzt habe ich Ende Landers und werde es im Kampf einsetzen. Ja, das ist ja auch wieder so eine Sache. Das kann man sich auch immer wieder die Frage stellen. Das ist, ja, hast du das große, üble Monster-Pokémon gefangen und ja, lässt es wieder frei aus dem Pokémon. Verstaust es nicht irgendwo in der hintersten Box auf deinem PC, sondern setzt es im Kampf ein. Hast jetzt gezähmt. Ja. Gut. Puh, ich hab geschlafen wie ein Kleinstein. Seit diesem Tag reden alle über nichts anderes. Ich bin so froh, dass alles gut ausgegangen ist. Ohne die Hilfe von Summer Central und Zakian hätten wir Indien Landers nie besiegen können.
Das sehe ich auch so. Dass, allerdings, das ist das. Unsere Chance war da jetzt marginal. Nur Tilion scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Für ihn dreht sich alles um das Champ-Match gegen dich, das er heute noch nachholen will. Und das, obwohl er so schwer verletzt wurde, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat. Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Ich bin schon ganz hibbelig vor Vorfreude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Euer Kampf findet natürlich im Skor-Stadion statt. Wo auch sonst. Auf geht's! Na gut, ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause, die habe ich mir verdient. Ich habe jetzt hier das ganze Endinanus und legendäre Pokémon-Finale in einem Zug durchgemacht. Gut, ich beende diesen Part erstmal an dieser Stelle. Daumen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst einen Abend da, wenn ihr neu seid, und man sieht sich im nächsten Part wieder. Dann geht's an den Champ Cup, hoffentlich diesmal ohne Unterbrechung. Und dann, ja, das war mal eine gigantische Unterbrechung. Na dann, ich speichere hier kurz ab und dann... Naja, das ist ja was abgespeichert werden muss. Na dann, habt einen angenehmen fürstlichen Tag und man sieht sich. Bis dahin und ciao, ciao!